Gruppenmesse technisch genau heißt und die einfach rüber spielen. Haben aber bis auf den heutigen Tag gewartet, da wir heute glauben, eine ideale Sitzung bieten zu können mit dem Prager Harlow-Chor und dem Paratemporchester. Sie wissen, die Messe wird oft gespielt, aber selten in der Qualität selbstverständlich. Der Prager Harlow-Chor ist 1861 gegründet worden, ist der älteste noch tätige Chor in Prag, mit eigenem Chorhaus sozusagen, neben dem Nationaltheater. Und er ist bereits von berühmten Leuten, zum Beispiel Betty Spitterner, dirigiert worden. Wir freuen uns sehr, Sie heute begrüßen zu dürfen mit einem namhaften Orchester. Auch wenn Sie die Messe schon kennen sollten, denke ich, wird Ihnen Spaß machen, Sie heute noch einmal zu hören. Im zweiten Teil greifen wir auf Bewährtes zurück. Frau Burbonova und Susanne Schröder an der Harfe werden Ihnen einige Dinge singen, die Sie vielleicht bereits kennen. Einiges Neue. Ich hoffe, dass alles zusammen Sie einstimmt aufs kommende Weihnachtsfest. Wir wünschen Ihnen eine frohe Weihnacht, ein gesundes neues Jahr. Wir würden uns freuen, Sie auch bei den anderen Veranstaltungen sehen zu können. Bleiben Sie uns gewogen. Und bevor es losgeht, würde ich auch einmal noch ein paar Worte sagen zu dieser typischen Hürdenmesse. Gedicht wurde geschrieben von Shimon Bar. Das ist derjenige, zu dessen Ehre wir jedes Jahr diese Equipatrum machen. Da war er Priester in Kletsch und hat einiges geschrieben zur Uraufführung dieser Messe. Das wird jetzt die Frau auch sein und werden vortragen, zweisprachig. So, guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dobrý večer, vážené dámy a pánové, milí hosté České republiky, velice nás těší, že vás tolik přijelo. Und hier zuerst lese ich auf Tschechisch einen ganz kurzen Auszug aus einem Heimatroman der Schriftsteller Jindřich Šimon Vár, der im kommenden Jahr 150 Jahre seit seiner Geburt feiern wird. Die Gemeinde Grenzsche, die hier heute mit dem Bürgermeister Herrn Smutny vertreten wird, wird sich einige Feierlichkeiten einfallen lassen. Ich lese den Text zuerst tschechisch. Takže pro české hosty uslyšíte kratičký úryvek z románu Jindřicha Šimona Páry, paní komisárka, o uvedení, prvním uvedení Rybovy mese v Klenčí. Černá noc tlačí se na okna a poslouchá. Zlaté hvězdy přestaly na obloze mrkat a poslouchají. Měsíc se zastavil nad kostelem věží, lesy se stišily a všechno poslouchá úžasně krásný Agnus vánoční mše, kterou složil Jakub Jan Ryba, rožmitálský kantor, a kterou hrají dnes poprvé v Klenickém kostele. Ani nejslavnější opera světa nebyla nikdy hrána s větším nadšením a poslouchána s větší láskou a obdivem než tato prostička hraná boženská. Zpěváci i hudebníci i posluchači tvořili jediný celek. Svatý zápal je všecky rozehřál, rozstavil, takže splynuli v jedno a dali se unést citem do nadpozemských světů předtím nikdy netušené krásy a blaženosti. Die schwarze Nacht drückt sich an die Fenster und hört zu. Die leuchtenden Sterne am Himmel erstarrten und hörten zu. Der Mond blieb über dem Kirchturm stehen und hörte zu. Die Wälder verstummten und alles hört dieses herrlich schöne Agnus Dei der Weihnachtsmesse, die Jakub Jan Ryba, Kantor zu Rožmitál, komponierte und die heute zum ersten Mal in der Kirche in Klenčí aufgeführt wird. Nicht einmal die berühmteste Oper der Welt wurde mit solch einer Begeisterung gespielt und mit größerer Liebe und Bewunderung aufgenommen als dieses altvertraute Hirtenspiel. Die Sänger
Musiker und Zuhörer bildeten eine harmonische Einheit. Die heilige Begeisterung durchstieg sie alle, sodass sie eins geworden sind, und sie ließen sich durch ihr Gefühl in das überirdische Reich von einer zuvor ungeahnten Schönheit und Seligkeit hinführen. Thank you.
Zastupujeme.